Ein Börsenwert von über 1 Billion US-Dollar, ein Jahresumsatz von 268 Milliarden US-Dollar und ein immer größer werdendes Produktangebot. Wie funktioniert das Geschäftsmodell, das Apple so wertvoll und profitabel macht? Steve Jobs hat mit Apple eines der größten Unternehmen der Welt geschaffen. Selbst nach seinem Abtreten, als viele davon ausgingen, dass Apple den Wachstumskurs nicht weiter fortsetzen kann, hat unter anderem Tim Cook als CEO es geschafft, Apple und auch den Aktienkurs von Apple immer weiter zu steigern und damit eben auch den Wert von Apple weiter zu steigern, neue Produkte auf den Markt zu bringen und erfolgreich zu wachsen. Wie verdient Apple aber eigentlich das Geld? Wie schafft es Apple also knapp 270 Milliarden US-Dollar an Umsatz und knapp 60 Milliarden US-Dollar an Gewinn zu erzielen? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Schauen wir auf den Aktienkurs von Apple, dann sehen wir ein ziemlich kontinuierlich und starkes Wachstum, selbst ab den Zeitpunkten, wo Apple selbst schon ziemlich groß war und kaum jemand Apple noch so ein starkes Wachstum zugetraut hat. Der Umsatz lag bei knapp 270 Milliarden US-Dollar im Jahr, der Gewinn bei knapp 60 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinnwachstum jährlich von etwa 6,5%, einer Bruttogewinnmarge von 38% auf den Umsatz bezogen und eine Nettogewinnmarge von 22%. Aber woher kommt das Geld nun? Apple selbst weist im Geschäftsbericht 5 unterschiedliche Segmente aus. Als erstes Segment das iPhone, also Verkäufe aus dem iPhone, und mittlerweile gibt es ja auch unterschiedliche iPhone-Modelle. Das zweite Segment sind die Services. Darunter fallen unterschiedliche Dienste. Zum einen Abo-Dienste wie beispielsweise Apple Music, das in Konkurrenz zu Spotify steht, oder auch Apple TV, was relativ neu gestartet ist und in Konkurrenz zu unter anderem Netflix oder Amazon Prime steht. Auch die iCloud zählt unter Services, aber auch beispielsweise der App Store macht hier einen sehr signifikanten Anteil aus in diesem Service-Segment. Und über den App Store kannst du eben auf Apple-Geräten deine Programme installieren und gegebenenfalls auch dafür Geld bezahlen, woran Apple dann natürlich mitverdient. Das dritte Segment, Wearables, Home and Accessoires. Darunter fallen unter anderem Dinge wie die drahtlosen Kopfhörer, die AirPods, die Beats-Produkte, der Apple TV, also das Gerät, was man sich wirklich an den Fernseher anschließt, der iPod Touch und beispielsweise auch die Apple Smartwatches. Als viertes Segment gibt es die Mac-Produkte, also beispielsweise so ein MacBook Pro oder auch einen iMac. Und als fünftes Segment die iPad-Verkäufe, also das Tablet von Apple. Das heißt, Apple hat letztendlich 5 Segmente, über die Geld verdient werden. Spannend ist es nun aber natürlich mal auf die Zahlen zu schauen, die hinter diesen Segmenten stecken. Diese Grafik zeigt dir, wie sich die Umsätze der Segmente über den Zeitverlauf entwickelt haben. Den Großteil machen immer noch die iPhone-Verkäufe aus. Danach kommt das Segment der Services, dann ist mittlerweile das drittstärkste Segment das Segment der Wearables, Home and Accessoires, und dann kommen die Mac-Produkte und dann kommen die iPad-Produkte. Letztendlich stecken nun ziemlich viele Daten in dieser Grafik. Zum einen unterschiedliche Anteiligkeiten, zum anderen auch unterschiedliche Wachstumsraten. Schauen wir mal auf die interessantesten Punkte. Zum einen die iPhone-Umsätze. Und zwar die stagnierenden oder sogar leicht rückläufigen iPhone-Umsätze. Auf das Segment der iPhones entfallen aktuell etwa 50% der Umsätze von Apple. Diese sind aktuell auf Jahresbasis rückläufig, und zwar sind die Verkäufe bzw. die Umsätze da um 14% zurückgegangen in diesem Segment. Damit einhergehend ist auch in den letzten Jahren der Anteil der iPhone-Umsätze am Apple-Gesamtumsatz zurückgegangen. Warum das Ganze übrigens auch ein Teil der Strategie von Apple ist, erfährst du über den ersten Link in der Beschreibung, wo ich eine kostenfreie komplette Aktienanalyse zu Apple für dich veröffentlicht habe. Gleich dazu aber nochmal mehr. Ein weiterer spannender Punkt ist das Segment der Services. Das Segment der Services ist schon das zweitstärkste Segment und macht etwa 18% der Umsätze von Apple aus. Im Jahresvergleich ist es um 16% gewachsen. Das heißt, auch hier haben wir eine relativ hohe Wachstumsrate. Und darüber hinaus ist es noch spannend anzuschauen, wie hoch denn die Bruttomarge in diesem Segment ist gegenüber den ganzen anderen Produktsegmenten. Letztendlich sehen wir dort etwas, was wir auch bei vielen anderen Unternehmen beobachten können. Softwareunternehmen haben relativ hohe Bruttomargen und Hardwareunternehmen, die also wirklich physische Güter verkaufen, eher mittlere bis niedrige Bruttomargen. Das Service-Segment besteht aus Software. Alle anderen Segmente bestehen vorrangig aus Produkten, aus Hardware. Das Service-Segment hat eine Bruttogewinnmarge von aktuell 64%, wohingegen die ganzen anderen Produktsegmente im Durchschnitt eine Bruttogewinnmarge von 32% haben. Das führt dann unterm Strich folgerichtig dazu, dass der Umsatzanteil des Service-Segments bei 18% liegt, der Anteil am Bruttogewinn aber bei 30% liegt. Schauen wir auf das drittgrößte Segment, dann ist das die Gruppe rund um die Wearables, die auf Jahresbasis
um 41% im Umsatz gewachsen sind und damit das wachstumsstärkste Segment von Apple darstellen. Der NYU-Professor und Marketing-Experte Scott Galloway sagt, dass diese Gruppe rund um die Wearables größer als McDonald's ist. Und würde man diese Gruppe alleinstehend an die Börse bringen, wäre sie vermutlich unter den 20 wertvollsten Unternehmen der Welt. Einzig und allein das drittgrößte Segment von Apple. Diese Grafik, ebenfalls von Scott Galloway, zeigt dir die Relation, über die wir da sprechen. Also den Umsatz dieser Wearables-Gruppe im Verhältnis zu Unternehmen wie Sonos, Bose, Tiffany oder Rolex. Ja, wie verdient Apple also Geld? Apple verdient grundlegend eine Menge Geld, hat einen hohen Umsatz, hat eine gute Gewinnmarge, die sich innerhalb der Segmente nochmal unterschiedlich aufsplittet. Und das wichtigste Segment sind nach wie vor die iPhones, deren Anteil leicht rückgängig ist. Und die stärksten Wachstumssegmente sind die Services und die Wearables. Nun gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte von Apple und speziell auch von der Apple-Aktie. Und wenn dich das interessiert, findest du im Link unter diesem Video die komplette Apple-Aktienanalyse. Dort schauen wir auf die wichtigsten Kennzahlen von Apple. Wir schauen uns an, welche Strategie Apple eigentlich gerade verfolgt. Wir unterziehen Apple mal einer SWOT-Analyse. Wir schauen also, was sind die Stärken, aber auch die Schwächen von Apple. Was sind die Chancen, die Apple aktuell noch hat? Und was sind aber auch die Bedrohungen oder auch die Risiken? Und dann fassen wir das Ganze einmal zusammen. Wir schauen auch auf die Preispolitik von Apple, denn Apple hat vor kurzem die iPhone-Preise gesenkt und warum das womöglich ein sehr, sehr cleverer Schachzug ist. Und am Ende sage ich dir natürlich auch, ob ich Apple aktuell für ein interessantes Investment halte oder nicht. Doch alle Grafiken und Zahlen, die wir hier besprochen haben, findest du in dieser Aktienanalyse, inklusive einer abschließenden Analysegrafik. Also klicke einfach auf den Link unter diesem Video, dort findest du alles. Wenn du noch Fragen hast zur Apple-Aktie oder wenn du dir bestimmte Themen wünschst, schreib mir gerne einen Kommentar. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gern einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.